Hallo und herzlich willkommen hier im Zentrum für Naturheilkunde beim Interview mit Florian Jarabek. Und ich bin die Andrea Renner, ich bin die Fachbereichsleitung am Zentrum für Naturheilkunde für Psychologie und Psychotherapie. Und es geht heute um die Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Und Florian Jarabek ist ein Therapeut, der diese Therapieform bei uns an der Schule auch unterrichtet, und wir wollen uns heute ein bisschen darüber austauschen. Und ich würde jetzt mal das Wort an den Florian Jarabek übergeben, damit er sich vorstellen kann. Ja, Andrea, danke für die Hallo. Ich bin der Florian Jarabek, bin psychologischer Psychotherapeut, bin in einer Praxis in München tätig und ich glaube darüber hinaus eben auch als Dozent, als Coach, und ich beschäftige mich schon viele Jahre, glaube ich, damit, wie kann man Achtsamkeit, Akzeptanz, integrative Verfahren, Embodiment in die Therapie bringen, in die Beratung bringen und wie kann man die auch leben im Prinzip. Ja, da bin ich auch gleich bei meiner ersten Frage. Ich glaube, dass nicht jeder weiß, was Embodiment bedeutet. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was drüber sagen. Ja, also wenn man an Psychotherapie denkt, manchmal hat man einfach vor Augen zwei Leute, die gegenüber sitzen und einfach über das Problem reden. Und ich glaube, das ist auch definitiv ein wichtiger Aspekt oder auch die Gedanken, die mit dem Problem verbunden sind. Und in den integrativeren, neueren Verfahren rücken halt auch jetzt immer mehr andere Aspekte in den Vordergrund. Also wie fühle ich und auch wie verhalte ich mich natürlich in der Verhaltenstherapie, aber auch, was sagt mein Körper im Prinzip dazu? Wo spüre ich meine Themen? Aber auch, wie kann ich Dinge mit dem Körper verändern? Also wie kann ich zum Beispiel einfach meine Körperhaltung nutzen oder wie kann ich in einem Rollenspiel das machen? Und wie wird das Problem dann einfach auch gleich wieder erfahrungsorientiert? Wie kann ich irgendwo auch mit dem Embodiment natürlich Elemente von woanders mit reinbringen, die Achtsamkeit? Und wie kann ich eine Therapie einfach leben? Wie kann ich irgendwo eine Therapie einfach auch an meinem eigenen Leib, also Verkörperung, da steckt das Wort drin, wie kann ich es einfach lebhaft, lebendig machen in der Therapie? Also ich bringe eigentlich zur kognitiven Dimension die körperliche Dimension mit dazu. Die körperliche und emotionale und erfahrungsorientierte. Okay, gut. Genau, und was bedeutet Akzeptanz und Commitment in dem Zusammenhang? Also die Akzeptanz- und Commitment-Therapie ist praktisch ein Verfahren aus dieser neueren Strömung der Verhaltenstherapie, die einfach so ein bisschen integrativer ist und wie die Wörter Akzeptanz und Commitment praktisch andeuten. Also einerseits geht es darum, unangenehme Erfahrungen, die einfach zum Leben dazugehören, schwierige Gefühle, schwierige Gedanken da sein zu lassen, weil viele Patienten denken, sie können sich eigentlich erst dem widmen, was ihnen wichtig ist, also ihrem Commitment, ihren Werten, wohin soll meine Reise gehen, nachdem diese Probleme gelöst sind, nachdem keine schwierigen Gedanken mehr da sind, keine schwierigen Gefühle mehr da sind. Aber da hat einfach die ACT einen komplett anderen Ansatz, dass man sagt, das ist eigentlich ganz normal, dass schwierige Gedanken, schwierige Gefühle da sind. Nur dieser Kampf, den wir ständig dagegen haben, der hält uns eigentlich ab, das Leben zu führen, das wir gerne führen wollen. Und das ist praktisch, ich trenne das eine vom anderen. Ich kann einfach rausfinden, wofür soll mein Leben stehen, was ist mir wichtig, wie kann ich kongruenter mit mir sein und gleichzeitig, wie kann ich gleichzeitig mit einer Haltung der Akzeptanz, mit Achtsamkeit schwierige Gefühle da sein lassen, schwierige Gedanken da sein lassen, ohne dass die mich irgendwie abhalten. Ich kann sogar im Prinzip lernen, diesen Prozess irgendwo auch zu genießen. Das heißt, ich versuche, einen parallelen Prozess sozusagen zu erzeugen. Ne? Einerseits habe ich dieses Problem und diese schwierigen Gedanken und Emotionen dazu, aber andererseits gehe ich auch in der Haltung der Beobachtung dieser. Exakt. Und lasse die einfach parallel daneben herlaufen und versuche, dass sie nicht so mein Leben beeinflussen. Ne? So. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, ja, genau. Oder im Sinne der Akzeptanz, wenn sie das tun, dann kämpfe ich nicht dagegen. Das ist wie wenn ich so einen Berg will. Der Berg sind praktisch meine Werte, meine Ziele, das, was mir wichtig ist. Und davor ist ein Sumpf. Ich kann natürlich jetzt sagen, zu dem Berg gehe ich nicht mehr hin, weil da ist ja der Sumpf davor. Oder ich sage halt, es ist mir wichtig, mich für diese Dinge vorwärts zu kommen, dann muss ich halt auch manchmal durch den Sumpf, manchmal sinke ich ein bisschen mehr ein, manchmal ein bisschen weniger.
Okay. Und ich komme trotzdem Richtung Berg idealerweise. Aber der Sumpf ist halt auch da. Also es sind zwei, wie du sagst, getrennte Punkte im Prinzip. Genau. Also es geht nicht nur um eine hedonistische Lebensführung, sondern es geht um die Akzeptanz, dass eben alles, auch die andere Seite der Medaille sozusagen, ne, der Freude, so zum Leben dazugehört und das einfach auch mitzunehmen. Ne? Genuss oder Hedonismus kann einer von meinen Werten natürlich sein, dass mir das auch wichtig ist. Das ist völlig legitim. Mhm. Ich glaube, es wird schwierig, wenn ich die Regel habe, ich muss immer glücklich sein. Also in der Act gibt es auch diesen Ausspruch, the happiness trap, also die Glücksfalle. Ja. Und es suggeriert uns ja auch irgendwo unsere Kultur, dass wir irgendwie eigentlich das perfekte Leben haben sollten und dass es irgendwie, dass irgendwas mit uns falsch ist, wenn wir irgendwo es immer noch nicht geschafft haben, unsere Gefühle unter Kontrolle zu haben, und einfach, dass es so einen Druck erzeugt, sich immer gut zu fühlen. Das entspricht einfach nicht der psychologischen Realität von uns Menschen. Ja. Und im Sinne der Act ist das einfach gar kein Problem. Im Sinne der Act ist nicht das Ziel, sich immer gut zu fühlen, im Sinne von immer nur angenehme Gefühle zu haben, sondern es ist eher das Ziel, sich gut zu fühlen, im Sinne von sich gut zu spüren, wirklich sein ganzes Leben mit allen Höhen und Tiefen sich gut kennenzulernen und gleichzeitig eben sich nicht abhalten zu lassen, immer wieder das zu tun, was für einen wichtig ist. Weil was oft passiert ist, dass man diese Gefühle nicht fühlen will. Und dann ist man im ständigen Kampf, man vermeidet im Prinzip. Das heißt, ich gehe dann nicht irgendwo hin und bin auf der Couch, nicht weil es jetzt mein Wert ist, zu entspannen. Das könnte natürlich auch sein. Mhm. Aber es könnte auch sein, dass ich einfach unangenehmen Gefühlen aus dem Weg gehe oder dass ich einkaufen gehe. Nicht, weil ich einkaufen will, sondern weil es mich ablenkt von meinem Schmerz. Dann wäre es vielleicht besser, ich lass meinen Schmerz zu und bin wieder mit mir stimmiger. Das hat was, ich lasse mich auf das komplette Leben ein. Da gehört ja alles dazu. Und was mir da so einfällt dazu, beschäftige mich ja auch schon lange mit Themen Meditation und Annahme oder überhaupt, also ein gutes Leben zu führen, zufrieden zu sein und glücklich zu sein. Und ich bin auch vor vielen, vielen Jahren in diese spirituelle Falle reingekommen, ja, und reingefallen eigentlich, immer nur glücklich zu sein und dieses Negative wegzudrücken. Und das hat so viel Druck eigentlich erzeugt, dass es mir im Endeffekt nicht besser gegangen ist, sondern schlechter gegangen ist. Und dann sehe ich doch hier in der Act, ja, eine Entlastung, ne, wenn ich diese Gefühle akzeptieren kann. Und ich glaube, diese spirituelle Falle, das ist ein Problem. Da fallen viele drauf rein. Ich finde es interessant, dass du es spirituelle Falle nennst. Ich habe es ja jetzt erstmal Happiness Trap genannt. Ja, genau. Und es ist ja praktisch auch mit sozialen Medien, habe ich jetzt mehr erst an Happiness Trap gedacht. Ja. Aber ich glaube, du hast auch recht. Die spirituelle Falle, wenn ich dich richtig verstehe, wäre ja auch, dass zum Beispiel bei der Meditation, dass Meditation nur dazu da sein soll, immer ausgeglichen zu sein irgendwie. Genau. Ich meine, was ist das für ein Leben, wo ich dann irgendwie praktisch immerwährend in Frieden bin? Das heißt, ich verliere den Kontakt zu mir selber. Also denke ich, den Begriff, den kannte ich noch nicht, aber ich finde, der sind sehr ähnlich, ne? Genau. Ja. Da trifft man sich, genau. Ja gut, dann habe ich noch so eine Frage. Der Begriff der radikalen Akzeptanz ist mir auch über den Weg gelaufen, als ich mich damit beschäftigt habe. Vielleicht magst du da auch noch was dazu sagen. Genau. Also radikale Akzeptanz ist praktisch das, was wir jetzt gesagt haben. Akzeptanz bedeutet eben nicht, ich glaube, das ist wichtig zu trennen, dass ich jedes Problem einfach da sein lasse und sage, ich akzeptiere alles. Sondern ich glaube, es gilt zu unterscheiden. Aha. Möchte ich etwas verändern im Prinzip? Oder kann ich auch etwas verändern? Zum Beispiel im Außen funktionieren einfach unsere Problemlösestrategien oft gut. Ich möchte einen Umzug organisieren. Ich überlege mir, ich brauche das. Und das Problem ist gelöst irgendwo. Und diese Kontrollstrategien funktionieren einfach für unser inneres Erleben oft nicht so gut. Wenn ich meine Traurigkeit kontrollieren möchte und gegen sie kämpfe oder mein Wut, mein Ärger, meine Scham nicht da sein lasse, dann funktioniert es oft einfach kontraproduktiv. Mhm. Und einfach zu sagen, wo gebe ich den Kampf auf im Prinzip? Oder wo nehme ich die Gefühle auch an? Wo gehe ich einfach in diese aktive Haltung? Ich glaube, das steckt da drin, dass es einfach nichts Passives ist. Ich erdulde das, es geht ja eh nicht anders, ich resigniere, sondern nee, ich gehe aktiv, ich lasse es zu
Das ist viel kontraintuitiver, wie ich renne davon, ich betäube mich. Das wäre der viel die automatische Reaktion. Ich verbinde mich wieder, du hast es erst so schön gesagt, mit diesem inneren Beobachter und entscheide, jetzt gehe ich in die aktive, in die radikale Akzeptanz von dem, was ich verändern kann. Und dann kommt auch wieder was anderes, wenn ich das zulasse. Und neue Wege tun sich auf. Ich habe so ein bisschen entfernteres Beispiel, weil du das gerade ansprichst. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mich mal mit Adler beschäftigt. Und der hatte ein Beispiel von einer Dame, von einer Mutter, deren Tochter suizidal war und immer wieder mit Suizidandrohungen angekommen ist. Und irgendwann konnte sie das nicht mehr halten. Also diese Angst davor, die sie eigentlich loswerden wollte, und sie hat dagegen angekämpft, ja. Und dann saß sie im Treppenhaus vor ihrer Wohnungstür, weil sie es nicht mehr, sie hat es einfach nicht mehr geschafft. Und dann kam sowas, so wie so ein Switch, das einfach zu akzeptieren, dass das Ding ihrer Tochter ist und sie die Verantwortung letztendlich auch ihrer Tochter übergeben muss und es loslassen muss, dieses Thema. Sie kann es nicht halten, ja. Und sie sagt, damit ist es viel leichter in ihr geworden. Ich stelle mir das so ähnlich vor, wenn ich was radikal akzeptiere, dann geht es automatisch, lasse ich es los. Also weil loslassen... Der Rucksack wird leichter, wie du sagst. Genau. Ja. Auch ist es oft so, dass einfach die Gefühle nicht an und für sich so schwierig sind, wenn ich irgendwie eine Traurigkeit habe oder einen Schmerz. Das, was es oft noch schwieriger macht, ist diese Bewertung, wie du sagst, es darf jetzt nicht da sein. Ja. Weil da gibt es auch im Buddhistischen so eine Formel, die erzähle ich gern, dass man sagt, der Unterschied von Schmerz und Leid, also dass Schmerz einfach auch unangenehme Gefühle das eigentlich Natürlichste der Welt sind. Und schwierig wird es, wenn ich ein unangenehmes Gefühl habe oder ein schwieriges Gefühl, Traurigkeit, Schmerz, Scham etc., Schuld und ich packe eine Bewertung drauf, also ein Gedanke, der mir sagt, es darf jetzt nicht sein, dann multipliziert sich dieser Schmerz mal also ziemlich hoch und wird dann eigentlich zum Leid, also der oder zum schmutzigen Schmerz, wie die Buddhisten sagen. Also ich füge noch etwas zu diesem Schmerz hinzu und es wird schwieriger, schwerer. Ja. Und ich werde irgendwie eingeengt da irgendwo, also so ein, vielleicht war es bei deiner Freundin auch so oder Bekannten, dass dann in dem Moment, wo sie es losgelassen hat, ich meine, der Schmerz oder die Angst ist immer noch vielleicht da, aber es fühlt sich nicht mehr so eingeengt ein und darum geht es oft in der Act, also diese psychische Flexibilität auch wieder zu erhöhen, die Erlebnisfähigkeit zu erhöhen. Und das hat ja auch einen Schutzmechanismus. Also ich meine, wenn ich mich meiner Emotionen stelle und diese Emotionen auch als solche wahrnehme, wie sie da sind, ohne sie großartig zu bewerten, aber sie auch nicht unterdrücke, dann bin ich ja auch vor Depressionen zum Beispiel auch geschützt, ne? Weil so unterdrückte Emotionen auf Dauer natürlich auch psychische Erkrankungen verursachen können, ne? Also genau. Manchmal ist es aber, wie du sagst, auch eine Angst, sich diesen Emotionen zu stellen. Ich hatte mal einen Patienten vor vielen Jahren, der hat seine Mutter verloren, die mit der ganz nah war und dann auch noch seine Freundin hat sich getrennt. Und dann hat er einfach, das hat er auch so beschrieben, wie so eine Schutzwall um sich aufgemacht. Das heißt, er hat einfach nicht mehr so gut gespürt und hat aber auch niemanden mehr an sich rangelassen. Er war in so einem Vakuum. Da war er dann einige Jahre, also nicht wirklich dieses Bild der Depression im Sinne von tief traurig, sondern er konnte einfach gar nichts mehr fühlen. Und das ist ja auch oft bei der chronischen Depression so. Das heißt, natürlich, wenn der wieder Leute an sich ranlässt, für ihn sind ja Bindungen eins der wichtigsten Dinge gewesen. Natürlich, es kann auch wieder wehtun. Ne? Es kann auch dann, und da kommt wieder die Akzeptanz rein, für etwas, was mir wichtig ist, nahe Beziehungen sind mir wichtig, nehme ich auch wieder das Risiko auf, ja, da kann wieder jemand sterben, mich kann wieder jemand verlassen, das kann nochmal so wehtun. Die Alternative ist, so wie er es erstmal gelebt hat, ich lasse einfach die Leute nicht mehr so nah an mich ran. Damit bin ich irgendwo sicherer, aber das Leben ist ja nicht das Leben, was ich möchte. Und eingeschränkt, ne? Eingeschränkt. Ja, richtig, genau. Ja, gut, was gibt es eigentlich? Also die
ACT ist ja so in die Verhaltenstherapie so mit eingebaut worden. Ich glaube, man spricht jetzt auch schon von der vierten Welle. Was unterscheidet denn überhaupt ACT von der klassischen Verhaltenstherapie? Also was sind da die Unterschiede? Genau, wie du sagst, es ist nicht unbedingt eingebaut worden, sondern es hat sich eben in der Verhaltenstherapie einfach wirklich entwickelt, in diesen Wellen, die du jetzt beschrieben hast. Ich glaube, am Anfang war halt Verhaltenstherapie und damit assoziieren das ja noch manche Menschen, wie ich mal in der Klinik gearbeitet habe, in der psychosomatischen Klinik, die mehr tiefenpsychologisch war, schon vor vielen Jahren. Da haben die Kollegen gemeint, was, du machst Verhaltenstherapie, du wirkst gar nicht so. Das heißt, da gibt es irgendwie auch so Stereotype, die aber vor allem so dieser ganz klassischen Verhaltenstherapie zuzuordnen sind, die vielleicht vor 50, 60, 70 Jahren zugetroffen hätten, wo man Verhalten halt nur gesehen hat, aus was tue ich äußerlich. Das heißt, man hat sich abgegrenzt von tiefenpsychologischen Verfahren, die ja mehr introspektiv waren, unwissenschaftlicher, und hat gesagt, alles, was wir jetzt nicht äußerlich sehen können, ist praktisch Blackbox für uns und es interessiert uns. Und das war praktisch so die Ursprünge, wo die Lerntheorie herstammt und so weiter. Die Verfahren von damals, viele sind immer noch einfach gut. Zum Beispiel die Exposition, wenn es um Ängste geht, also dass man sich seinen Ängsten stellt, also dass man wirklich damit tut, dass man wirklich was tut und wirklich ein anderes Verhalten letztlich in der Therapie lernt und auch ausprobiert. Aber was jetzt praktisch neu ist in der neueren Entwicklung, Verhalten ist jetzt eben auch, was denke ich, das waren die kognitiven Therapien, so vor 20, 30, 40 Jahren, wo man dann einfach einen Schwerpunkt darauf hatte, wo man gesagt hat, naja, wie ich denke, beeinflusst natürlich auch, wie ich fühle. Und jetzt ist aber auch, was fühle ich, ist auch ein Verhalten. Und auch, wie geht es mir körperlich, ist ein Verhalten. Und was tue ich? Das heißt, der Begriff Verhaltenstherapie könnte man fast sagen, ist fast aufgelöst, weil alles ist Verhalten im Prinzip. Finde ich aber auch wundervoll, weil wir haben eben diese Ansatzpunkte, die unterschiedlichen Ansatzpunkte. Und manchmal ist es natürlich gut, einen schwierigen Gedanken anzuschauen und daran zu arbeiten. Manchmal reicht es aber auch, meinen Körper zu verändern oder mein Gefühl. Also beispielsweise, wir haben einen Tag, wo es mir jetzt nicht gut geht oder wo du in einem Loch bist oder es kann uns ja alle treffen. Natürlich kannst du ewig lang drüber nachdenken, wie über dein Problem und versuchen, das kognitiv zu lösen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich dann rausgehe und was Schönes mache oder zum Sport gehe oder mich mit Freunden treffe. Ich komme nach Hause, ich denke wieder über das Problem nach und die Gedanken haben sich total geändert und auf einmal ist eine Lösung da. Das heißt mal, oftmals sind gerade diese anderen Ebenen, also das Gefühl, der Körper und eben das Verhalten, noch viel schnellere Ansätze wie einfach nur die Gedanken. Ja, Und genau. Ich sage genau. einfach immer in Bewegung bleiben. Also gerade wenn man so in so einem Tunneldenken drin ist, ne, in so einem Gedankenkreisen, Karussell und dann eben sich bewegt, ja, also Bewegung körperlich, also den Körper ins Spiel bringt. Und das kann für den einen Fenster putzen sein, ich sage es jetzt einfach mal so banal. Der andere zieht die Jogging-Schuhe an, der andere nimmt seinen Hund und geht raus, ja. Oder es kann auch ein Telefonat sein. Also es geht einfach darum, sich zu bewegen, irgendwas zu tun und aus diesem Tunnel auszubrechen und den Körper mit ins Spiel zu bringen. Und schon verändert sich das Thema, die Problematik, das Gefühl. Und ich hatte oft so dann dieses Ding, was ist doch gar nicht so schlimm, ist doch easy, ist doch eigentlich, jetzt kommt der Schritt und dann ist es das doch schon. Also so, ne? Genau, also dieses Dramatische geht dadurch ja auch verloren, ne? Finde ich Wenn du so. dich bewegst, soll mal irgendjemand gesagt haben, bewegst du auch deine Welt. Also das würde jetzt dazu passen. Super, sehr gut. Und Wow. das Schöne an der dritten oder vielleicht, wie du sagst, die vierte Welle, die einfach auch noch mal jetzt irgendwo, also dritte Welle ist das, was jetzt gerade so mit der ACT und so ganz populär auch in Deutschland ist. Die USA, die sind immer einen Schritt weiter, als ich da vor 10 Jahren mein Auslandssemester gemacht habe, da war ich schon dort in der Forschungsgruppe, da war es hier noch in den Anfängen und jetzt ist so ein Trend in den USA auch mehr, einfach wie du sagst, noch mehr den Körper sogar zu integrieren. Auch eine andere therapeutische Beziehungsgestaltung, eben nicht mehr das, der Patient ist völlig getrennt von uns, wir sind die Experten, der Patient ist völlig anders. Auch hier ist es in der ACT praktisch schon so,
dass wir die Haltung haben, wir sitzen ja eigentlich im gleichen Boot. Ne? Ich meine, ein Patient hat vielleicht ist gerade eingefahrener in seinen Denk- und Emotionsweisen, aber wir kennen das ja alle im Kleinen und im Großen. Ja. Das variiert okay. auch. Und was du auch so schön gesagt hast, wir haben auch alle unterschiedliche Strategien und Ressourcen. Und es hilft nicht unbedingt meinem Klienten, wenn der gern, was hast du gesagt, Fenster putzt und ich lerne ihm jetzt 30 Minuten Meditation, wenn er doch beim Fensterputzen extrem achtsam schon ist. Das heißt, irgendwo der Patient ist auch Experte für sich selber und wir helfen aber und wir unterstützen einfach wieder den Patienten in sein Selbstmanagement reinzubringen und so zu verbessern und alle Ebenen irgendwo damit anzusprechen. Und das ist einfach so total kreativ und vielfältig. Und das ist was ich einfach liebe an der neueren Verhaltenstherapie tatsächlich. Das ist eine wunderbare therapeutische Haltung, die da gezeigt wird. Ne? Also dieses auf Augenhöhe sein, den Klienten dort abzuholen, wo er auch ist und zu gucken, was ist denn seins, ne? Und nicht meins ihm überstülpen, weil ich weiß ja, wie es geht, ne? Sondern zu gucken, okay, wo hat er seine Ressourcen, ne? Was hilft ihm, was bringt ihn weiter? Das hat ja auch was so damit zu tun, ihm ein Stück Eigenverantwortung auch zu geben und Selbstwirksamkeit. Ne? Also der spürt ja dann, wenn ich das mache, dann geht es mir besser. Ne? Und somit stärkt es ja auch das Selbstbewusstsein auch wieder. Ne? Das ist ja so ein Kreislauf. Genau. Exakt. Also wenn eine Therapie aufhört nach der 60., 100. oder 200. Stunde und der Patient sagt, ohne sie würde ich gar nichts schaffen und ohne sie hätte ich gar nichts geschafft. Vielen Dank, liebe Therapeutin. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne sie wäre. Dann fühlt sich das vielleicht erstmal schmeichelhaft an, aber eigentlich ist es ein problematischer Zustand irgendwo. Oder eben auch die Annahme, dass nach der Therapie nie mehr schwierige Gedanken oder Gefühle da sein sollen oder dürfen. Manche haben ja dann schon das Gefühl, es ist ein Rückschlag, wenn jetzt wieder so ein schwieriger Gedanke oder Gefühl da ist. Und einfach diese Haltung mehr zu vermitteln. Es gibt so eine Metapher, die ich gern mag, von zwei Bergen, dass praktisch sowohl der Therapeut als auch der Patient auf seinen eigenen Berg steigen, wo halt Schluchten und Täler drin sind. Und natürlich, der Klient muss selber da hochgehen und der Therapeut ist auch im Prozess, also der hat die gleichen Prozesse zu tun. Der sollte sich auch idealerweise irgendwo einlassen auf zum Beispiel bei der ACT. Das ist halt auch, ich lebe ja auch selber das im Prinzip. Wie kann ich mit schwierigen Gedanken umgehen? Wie kann ich mit schwierigen Gefühlen umgehen? Aber um nochmal auf die Metapher zu kommen, von dem anderen Berg kann ich halt manchmal besser den Überblick bewahren auf den Berg von meinem Klienten. Also mit ein bisschen Abstand ist es immer leichter. Und idealerweise ist der Therapeut auch im Bergsteigen einfach schon ein bisschen erprobt, hat sich schon selber mit sich ein bisschen auseinandergesetzt oder setzt sich gerade mit sich selber auseinander und hat so ein bisschen Distanz, um einfach so ab und zu hilfreiche Inputs zu geben, neue Sichtweisen zu generieren. Und jemandem zu helfen, eingestockte Wege irgendwo zu verlassen. Aber letzten Endes kann der Therapeut und soll auch nicht den Klienten den Berg hochschieben oder hochziehen oder irgendwo ihm sagen, wie weit er unten steht und der Therapeut steht viel weiter oben und also all diese Dinge. Da gibt es ein schönes Wortspiel, ist mir gerade eingefallen, der hat einfach ein bisschen mehr Kondition, der Therapeut, im Sinne von Konditionierung, weil er schon öfters gemacht hat. Ne? Und dann ist er vielleicht ein bisschen schneller oben und ne, kann das auch beobachten ganz gut. Genau. Und gleichzeitig muss man bei der Konditionierung wieder vorsichtig sein, gell? Dass es nicht zu eingefahren wird. Nein, ganz klar. sich aber, immer wieder auf neue Herausforderungen aber und Berge einsteigen. Dann bleiben wir bei der Kondition. Genau. Okay. Gut, das meinst du wahrscheinlich auch mit Therapeutenreise, oder? Das ist diese Therapeutenreise, die sozusagen parallel zur Reise des Klienten, ne, die da begleitet wird, stattfindet. Ne? Also dieses Wachstum auch, dieses gegenseitige Wachstum. Nein, das haben ja die meisten unserer Ausbildungsteilnehmer sowieso, dieses Interesse auch, sich mit sich selber zu beschäftigen oder haben einfach schon viele unterschiedlichen, manche haben schon Yoga-Ausbildungen oder andere Erfahrungen. Mit Achtsamkeit oder. Und ich finde, das Schöne ist, man kann das in dieser Therapieform einfach so gut einbringen, weil eben Therapie nicht nur heißt, ich führe ein Gespräch, sondern es heißt auch, ich biete unterschiedliche Methoden an, Achtsamkeitsmethoden, Methoden mit dem Körper, Methoden in die Handlung zu kommen. Und jeder von uns kann auch gucken,
was von dem, was mir selber was bringt, was ich kenne, was ich aus anderen Kontexten vielleicht schon nutze, bringe ich da ein. Und es muss natürlich immer so eine gewisse Passung bestehen zwischen mir, meinen Klienten, den Methoden, die mir liegen und irgendwo so dem Problem, was der Patient mitbringt. Aber dann kann das ein recht kreativer Prozess werden. Mhm. Und vielleicht noch neben der Kondition halt auch einfach immer wieder die Freude, auch diesen Berg irgendwo auch oder diesen Prozess zu geben, glaube ich. Also es ist eine sehr positiv gesteuerte Richtung oder Methode, ne? So, also die ein positives Basis hat sozusagen, ne? Von der Einstellung her. Mhm. Ja. Wir vermitteln unseren Klienten, dass es darum geht, mehr aus der Vermeidungsmotivation hin zu einer Hinzu-Motivation zu kommen. Und ich finde, irgendwo ist legitim, das auch im therapeutischen Prozess so zu einfach wertvoll ist. Ich habe noch eine Frage dazu. Es geht ja ganz viel bei Menschen um diese negative Denkspirale, die ja bei vielen da ist. Man sagt ja auch so diese negative kognitive Triade, die auch bei vielen da ist. Ja. Und früher hat man ja davon gesprochen, um zu strukturieren gedanklich. Also der hat dann so Glaubenssätze wie ne, das und die Welt, das ist eh schlecht und es läuft alles in diese Richtung und Verallgemeinerungen sind dabei. Und ich habe so gelesen, dass es um Diffusionstechniken geht in der ACT. Was kann ich mir da genau drunter vorstellen? Weil ich, ja. Ist erstmal ein ungewöhnliches Wort. Und wie du sagst, es gibt in der kognitiven Verhaltenstherapie eben den Fokus drauf, irgendwie solche Gedanken auch zu verändern. Mhm. Und ich denke, das ist beides legitim. Und die Diffusion, ich erkläre es gleich, ist praktisch so eine andere Methode, wie man auch mit schwierigen Gedanken umgehen kann. Für den einen wird es vielleicht hilfreicher sein oder wenn irgendwo ein Gedanke ganz, ganz schwierig ist, eine Grundüberzeugung, kann es eben sinnvoll sein, die umzustrukturieren. Wenn man aber mal beobachtet, was man den ganzen Tag, also wenn man sich mal beobachten würde, den ganzen Tag, was da für Gedanken durchziehen. Mhm. Und dann möchte ich jeden Gedanken umzustrukturieren. Und was mache ich denn, wenn ich ihn umstrukturiere? Beschäftige ich mich dann mehr, schenke ich ihm mehr Aufmerksamkeit oder weniger Aufmerksamkeit? Ich würde sagen, in dem Moment, wo ich mit dem Gedanken, die ACT würde sagen, kämpfe, indem ich ihn irgendwo verändern möchte, schenke ich ihm mehr Aufmerksamkeit. Und Diffusion heißt im Prinzip einfach, ich lerne meine Aufmerksamkeit zu steuern. Das heißt, ich kann weiterhin schwierige Gedanken haben, aber ich kann gleichzeitig meine Aufmerksamkeit wieder auf das lenken, was mir wichtig ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel den Gedanken haben, ich werde die Prüfung nicht schaffen und gleichzeitig gehe ich in diese Prüfung, konzentriere mich auf die Prüfung. Der Gedanke zieht irgendwo mit mir mit, aber ich schaue nicht die ganze Zeit drauf, beschäftige mich nicht so viel mit ihm, er ist hier und gleichzeitig konzentriere ich mich auf die Prüfung und schaffe die Prüfung. Oder ich kann mir sagen, ich kann meine Hand nicht heben, ich kann meine Hand nicht heben, ich kann meine Hand nicht heben und ich hebe gleichzeitig meine Hand. Oder ich verbinde mich wieder mit dem, was ich spüre. Das heißt, die Gedanken, die haben manchmal die Eigenschaft, dass die so aufdringlich sind, wirklich, also so schwierige Gedanken, dass die so viel von unserer Aufmerksamkeit ziehen, dass wir wirklich wie so ein Brett vor Augen haben, wo jetzt hier draufsteht, ich bin unfähig und ich sehe nichts mehr anderes. Ich bin nicht mehr in Kontakt mit der Welt. Der Gedanke an und für sich ist nicht das Problem. Weil wenn der Gedanke, wenn ich den hier neben mich lege und ab und zu denke ich den und dann lerne ich wieder aus der Fusion, also das steckt da drin, dass die Gedanken manchmal so aufdringlich sind, dass unsere Aufmerksamkeit direkt mit diesen Gedanken verschmelzt, also fusioniert. Und die Diffusion heißt einfach, ich gehe aus dieser Verschmelzung raus. Der Gedanke, der darf da sein, aber meine Aufmerksamkeit wird wieder breiter. Mhm. Bin nicht so eingeengt im Prinzip. Okay. Ja, ich habe es verstanden. Gut. Also, ja. Ja, kommen wir nochmal zurück zur Ausbildung, wie läuft die eigentlich bei uns ab an der Schule? Ja, also das heißt, was ist die Zielgruppe? Wen würdest du gerne einladen, die Ausbildung zu machen bei dir? Und wie ist sie aufgebaut? Also zum einen sind es natürlich Leute, die zum Beispiel irgendwo da schon eine Ausbildung haben in Verhaltenstherapie. Bei uns am ZFN haben wir da auch in der Verhaltenstherapie-Ausbildung ja schon sogar einen Schwerpunkt auf dieser dritten Welle, auch ein bisschen ACT. Und dann geht es halt darum, die ACT einfach praxisorientiert zu vertiefen. Die Leute müssen jetzt natürlich nicht diese Ausbildung haben, nicht bei uns, sie können das auch woanders haben oder sie haben andere, also irgendwo schon einen Kontakt mit diesem Verfahren, dass sie sich schon dafür interessieren, dass sie vielleicht
schon Erfahrung mit Achtsamkeit haben oder sagen, ich bringe da andere Erfahrungen mit rein, also irgendwo schon eine therapeutische Grundqualifikation und vor allem aber auch einfach so das Interesse, mit diesen Methoden zu arbeiten im Prinzip. Auch das Interesse, mit den Methoden nicht nur zu arbeiten, sondern einfach auch die Methoden auch bei sich selber praktisch achtsamer zu werden für seine eigenen Gefühle, für seine eigenen Werte letzten Endes, für seine eigenen Gedanken und einfach diesen Prozess anzustoßen, ja, selber ein Act-Therapeut im Prinzip zu sein mit dem, was einfach dazugehört, auch diesen Prozess selber zu leben. Und das hat einen doppelten Mehrwert. Ne? Einerseits kann ich es mit meinen Klienten machen, im Coaching-Bereich, im beratenden Bereich, aber auch im therapeutischen Bereich, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Und ich habe natürlich den Einstieg auch für mich gefunden, ne? oder kann das noch ausfallen auf dem Weg, ne? So in die Achtsamkeit oder meinen Achtsamkeitsweg durch die ACT. Ne? Genau, also genau. Ich habe dieses. Das wird auch manchmal gefragt, ja, ist man denn nach der Ausbildung irgendwo fertig oder ist man dann gerüstet? Natürlich ist man einfach gerüstet, also man kriegt eben Tools mit, kann das verbinden mit dem, was man schon hat, aber fertig ist ja auch schon wieder so ein Etikett wie der Patient, ich bin immer krank oder ich bin immer dysfunktional im Sinne von der ACT. Wir werden niemals fertig sein im Sinne, dass wir nie wieder schwierige Gefühle, schwierige Gedanken haben. Für mich macht ein Therapeuten aber auch eben aus, diese Authentizität eben auch selber eben nicht fertig zu sein, sondern auch zum Beispiel auch einem Patienten gegenüber ein bisschen was von sich selber preiszugeben, eine Achtsamkeitsübung mitzumachen, auch mal selber einen persönlichen Wert zu äußern, das praktisch vorzuleben, was man auch unterrichtet oder was man auch, wie die Therapie aufgebaut ist, oder eben dann im Prinzip auch diese Achtsamkeit immer wieder. Man braucht natürlich für gewisse Störungen ein bisschen Know-how dann aus der Vorausbildung oder im Coaching, wie du gesagt hast, die ACT ist ein Verfahren, das lässt sich für ganz, ganz viele Probleme anwenden. Aber letzten Endes gibt es ganz wenig Probleme, für die man es nicht anwenden kann. Deswegen ist es natürlich auch im Coaching auch total hilfreich, weil wir da alle im selben Boot sitzen, weil es nicht irgendeinen Patienten gibt, für den es geeignet ist. Genau. Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Also es bedarf keiner psychiatrischen Vorkenntnisse in dem Sinne. Ne? Also wenn ich das im Coaching und beratend einsetze, muss ich nicht unbedingt den Heilpraktiker für Psychotherapie haben oder eine andere therapeutische Ausbildung, wo ich bereits in der klinischen Psychologie die psychiatrischen Erkrankungen einfach schon intus habe. Das ist nicht Voraussetzung, ne? Das muss man nicht unbedingt. Genau, also die Frage ist halt, wir machen eben den Kurs besonders praxis- und erfahrungsorientiert. Mhm. Und wenn du therapieren möchtest, dann brauchst du halt irgendwo auch das Wissen von der therapeutischen Ausbildung. Da ersetzt es die ACT natürlich nicht. Mhm. Aber du kannst diese Methoden dann entweder auf deine therapeutische Ausbildung draufpacken oder eben auch ins Coaching bringen oder eben für dich nutzen oder eben auch nutzen, wir haben auch Ausbildungsteilnehmer, die sind gerade noch in der Ausbildung zum Heilpraktiker und die frischen ihr Praxiswissen auf. Aber natürlich, um dann therapeutisch zu arbeiten, braucht man natürlich noch seine Grundqualifikation. Mhm. Um Coaching zu machen, braucht es die nicht. Da kann man eben diese Methoden auch gleich einsetzen. Mhm. Gut, also ich finde, das ist so ein, also in mir erzeugt das jetzt so ein Gefühl von totaler Entspanntheit, wenn ich mich über die Akzeptanz- und Commitment-Therapie mit dir unterhalte, weil das so den Druck rausnimmt aus allen. Ne? So dieses sein dürfen, nicht sein müssen, sondern da sein lassen. Ne? So, also das hat alles so eine gewisse Leichtigkeit. Ja? Und dieses, dass es so normal ist, ein Leben lang zu praktizieren. Also das heißt, ein Leben lang auch sich zu leben und weiterzukommen in diesem Leben. Eigentlich so wie die Yoga-Theorie ja auch ist. Yoga kannst du nie, ne? Sondern das praktizierst du ein Leben lang und es läuft halt immer weiter und so lebst du auch dein Leben ein Leben lang, ne? Und kannst natürlich wunderbar solche Elemente der Achtsamkeit mit einbauen. Ja. Du wirst als Yoga-Lehrer nicht Yoga-Lehrer dadurch, dass du nur andere unterrichtest von Anfang an. Nee. Und so sehe ich es, wie du sagst, auch in der ACT oder in diesen neueren erfahrungsorientierten Therapien im Prinzip. Zum gewissen Teil geht es einfach darum, auch
das für sich selber anzuwenden, sonst mir fällt ein, weil du gesagt hast, leicht und humorvoll und entspannt. Das hoffe ich, dass es so ist. Ich habe, wo ich zum ersten Mal mit ACT in der Berührung gekommen bin, eben damals 2008 war das, als ich mein Auslandsjahr in den USA gemacht habe, da habe ich den Professor gesucht, der die Forschungsgruppe geleitet hat zu ACT. Und dann kam ich irgendwie an sein Büro und dann höre ich so ein Lachen und da liegt jemand unterm Tisch und lacht so. Ho, ho, ho. Und ich glaube, es war Lachyoga. Ich hatte das damals noch nicht. Aber das war mein erster Kontakt damals mit meinem ersten ACT-Lehrer. Dann habe ich ihn gefragt, wo die ACT-Gruppe, Forschungsgruppe sich trifft. Und dann hat er gemeint, oh, das hat er jetzt ganz vergessen. Die ist schon vor einer Viertelstunde losgegangen. Ich könnte jetzt gleich mitkommen. Die sitzen auch unterm Tisch und lachen. Genau. Okay, ah, witzig. Okay. Ja, war ein guter Einstieg, ne? So. Dann bin ich noch mit einigen Leuten von dieser Forschungsgruppe in eine Meditationsgruppe gekommen. Das haben auch fast alle gemacht. Das fand ich auch super. Ja, und so. War dein Weg. Ich meine, die ACT ist natürlich auch wissenschaftlich fundiert, aber eben auch so was Kreatives im Hier und Jetzt und auch eine gewisse Leichtigkeit, einfach diesen Paradoxien des Lebens und der Gefühle des Hoch und Tiefs auch trotzend. Das ist gut, das hört sich gut an. Gut, ich denke, wir sind am Ende unseres Interviews angekommen und für alle, die mehr Interesse haben an der ACT-Fortbildung, Weiterbildung oder auch überhaupt Interesse haben an der Verhaltenstherapie-Ausbildung bei uns an der Schule, können sich gerne über mich beziehungsweise auch über das Schulsekretariat vom ZFN, Zentrum für Naturheilkunde, mit uns in Verbindung setzen. Und wir würden auch den Kontakt weiterleiten, falls es nochmal Vorgespräche mit dem Florian Jarabek, wenn das erwünscht ist. Das wäre auch überhaupt kein Problem. Sehr, Florian, sehr, sehr gerne. gut, dann sage ich herzlichen Dank. Das war mir ein Vergnügen. Und jetzt weiß ich ein bisschen mehr über ACT, also oder ganz schön viel, finde ich, genau. Und das hat Spaß gemacht und ich habe Lust bekommen auf ACT. Genau. Okay. Ja, vielen Dank, Florian. Ja, Und danke, Andrea, für das angenehme Gespräch. gut. Ciao. Ciao.